Und herzlich willkommen heute zum Thema, wie man Vitamin D richtig substituiert für den Fall, dass man einen Mangel hat. Denn ihr wisst, ich habe schon diverse Videos darüber gedreht, was die Konsequenzen daraus waren, wenn Leute Vitamin D falsch dosiert haben, beziehungsweise falsch substituiert haben. Dieses Video wird übrigens präsentiert von meinem Buch Raus aus der Esslustfalle, was im Februar 2021 im Humboldt Verlag erschienen ist. Die 21-Tage-Challenge zur Befreiung aus Esssucht und Kontrollverlust über Essen. Jetzt aber zum Thema Vitamin D. Vitamin D wird immer wieder sehr kontrovers diskutiert und wird auch dafür verantwortlich gemacht, dass bestimmte Krankheiten entstehen. In erster Linie in der Laienszene, weniger unter Medizinern. So wird Vitamin D mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung gebracht, mit Autoimmunerkrankungen in Verbindung gebracht, wie Multiple Sklerose oder auch Schilddrüsenunterfunktion, also Hashimoto, autoimmunbedingter. Oder aber es wird verantwortlich dafür gemacht, dass man sich erkältet oder Corona bekommt. Und da ist die Datenlage leider massiv unkonkret. Abgesehen davon, dass, und das sollte ich vorausschicken, alle Studien, die wir haben, an Patienten gemacht wurden, die einen Vitamin-D-Mangel hatten. Und es heißt nicht, dass jemand, der, keine Ahnung, jetzt plötzlich eine Atherosklerose diagnostiziert bekommt, einfach hingehen kann, Vitamin D nehmen kann und dann geht die Atherosklerose zurück oder so. Aber gut, fangen wir mal von Anfang an. Die Studienlage besagt, dass es eine Korrelation gibt zwischen, sagen wir, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Autoimmunerkrankungen, Erkältungserkrankungen und so weiter und so fort. Das heißt aber leider nicht, dass dieses Vitamin D ursächlich dafür war. Häufig sind nämlich viele kranke Menschen auch ausschließlich im Haus und eben nicht draußen und bekommen so zu wenig Vitamin D. So ist es ein reiner Zufall, dass die krank sind und gleichzeitig Vitamin D-Mangel haben. Das heißt nicht, dass der Vitamin D-Mangel ursächlich ist für die Krankheit. Nichtsdestotrotz sollte man keinen Vitamin-D-Mangel haben. Und die Studien, die wir haben über eine Wirkung von Vitamin D, eine Verbesserung eines Gesundheitszustandes, die sind alle auf der Basis eines vorher diagnostizierten Vitamin-D-Mangels gemacht worden. Und für Covid gilt genau dasselbe. Auch da sind halt gehäuft schon vorerkrankte Menschen ins Krankenhaus eingeliefert worden, die dann aufgrund ihrer Vorerkrankung zufällig auch einen Vitamin-D-Mangel hatten. Und das heißt nicht, dass Vitamin-D-Mangel ursächlich ist für die Erkrankung an Covid-19. Ich kenne auch genug Leute, die, was heißt genug Leute? Ich kenne Leute, die Vitamin D substituieren und trotzdem Corona bekommen haben. Aber wir gehen ja jetzt mal davon aus, dass es mit Omikron fast das gewesen ist, dass Corona uns nicht mehr so lange plagen wird. Gut. Und dann kommen wir dazu, wie es denn nun richtig geht, Vitamin D zu substituieren und wie es falsch geht. Falsch ist so, dass man eigenständig hochdosiertes, bedeutet 20.000, 50.000 Einheiten Vitamin D nimmt und das nicht von Ärzten untersuchen lässt, beziehungsweise das nicht unter ärztlicher Kontrolle macht, sondern ganz alleine zu Hause. Denn das kann Probleme machen, nämlich eine Hyperkalzämie. Einen zu hohen Kalziumspiegel im Blut und zu viel Kalzium kann genauso wie alle anderen Spurenelemente, wenn die im Blut zu hoch sind, zu Herzrhythmusstörungen führen. Und das kann schlimme Probleme haben, daher sollte man das nicht machen. Und schon gar nicht sollte man das machen, ohne dass überhaupt jemals bei einem ein Vitamin-D-Mangel diagnostiziert wurde. Vitamin-D-Mangel zu diagnostizieren ist hingegen auch gar nicht so leicht. Darüber habe ich auch ein Video gemacht, verlinke ich euch nochmal. Zum einen, weil man das aktive Vitamin D nicht messen kann, weil es eine kurze Halbwertszeit hat. Zum anderen, weil die Krankenkassen das nicht übernehmen. Und das übernehmen die aus genau diesem Grund nicht. Das übernehmen die aus genau diesem Grund nicht, weil man es nicht eindeutig diagnostizieren kann. Also wird bei Ärzten in der Praxis vor allem dann Vitamin D gemessen, wenn irgendwelche Symptome darauf hindeuten, dass tatsächlich auch ein Vitamin-D-Mangel vorliegen könnte. Und das haben tatsächlich auch viele Leute dann. Aber viele Leute gehen halt einfach nicht an die Sonne.
oder nicht ausreichend, weil sie berufstätig sind, weil sie 40 Stunden lang in irgendeinem neonleuchtenden Cubicle sitzen und nicht nach draußen kommen. Oder aber wir haben Leute mit Migrationshintergrund, deren Teint einfach nicht für Mitteleuropa ausgestattet ist und die dadurch zu wenig Vitamin D selber produzieren. Denn eigentlich braucht man gar nicht Vitamin D substituieren. Man kann einfach ausreichend an die Sonne gehen, ausreichend hellhäutig sein. Die paar Monate im Winter, wo die Sonne so schräg steht, dass wir nicht in der Lage sind, Vitamin D zu bilden, sind wir in der Lage zu überbrücken, indem wir unser Vitamin D halt in der Leber speichern. So, also, im Idealfall geht man hin und misst, ob man Vitamin D-Mangel hat. Wenn man einen Mangel hat, dann ist die Frage, wie krass ist der Vitamin D-Mangel? Leicht oder stärker? Muss man paar größere Mengen internationaler Einheiten Vitamin D nehmen? Dann geben wir Ärzte nicht etwa 20 bis 50.000 internationale Einheiten, außer Dr. von Helden. Im Allgemeinen geben wir dann 20.000 Einheiten einmal die Woche. Ne? Sodass man dann 2.500 internationale Einheiten ungefähr am Tag hat. Wenn es ein leichter Vitamin D-Mangel ist, dann kann man auch einfach nur 1.000 internationale Einheiten nehmen. Und das ist alles, was Ärzte je geben. Wir geben nie mehr, wir geben keine 10.000 Einheiten, wir geben keine 5.000 Einheiten, wir geben schon mal gar nicht 20.000 bis 50.000 Einheiten, denn da kann was mit passieren. Immer mal wieder kommt jemand zu mir, der mir schreibt, Silke, ich hatte so einen krassen Vitamin D-Mangel, den habe ich mit 20.000 internationalen Einheiten nicht wegbekommen. Dazu musste ich wesentlich höhere Mengen nehmen. Und da ist meine Vermutung, dass einfach die unterschiedlichen Supplemente unterschiedlich stark potent sind. Also, dass entweder weniger drin ist von dem Vitamin D oder aber auch, dass das schlecht aufgenommen wird. Ähnliches. Der Vorteil davon ist dann, dass man sich wahrscheinlich auch nicht überdosiert, obwohl man zu hohe Dosen nimmt. Also, schlechtes Präparat, davon 20.000 Einheiten täglich, kann sein, dass man trotzdem keine Vergiftung davon bekommt. Normalerweise ist die toxische Dosis über einen längeren Zeitraum 10.000 internationale Einheiten täglich eingenommen. Und weil es eben gefährlich ist, wollen Ärzte nicht, dass Patienten das alleine machen. Ja, woher weiß ich denn jetzt, was ein gutes Präparat ist? Also entweder hast du selbst irgendwas ausprobiert. Ich selber nehme ja, ohne einen diagnostizierten Mangel zu haben, 1.000 internationale Einheiten von Nature Love. Einfach nur so. Ich hatte noch nie einen Mangel. Ich hatte auch keine Symptome. Mein Vitamin D ist irgendwie schon an der unteren Grenze. Aber das beunruhigt mich nicht oder so. Also es ist an der unteren Grenze, wenn ich nicht substituiere. Und ich nehme in der Regel 1.000 internationale Einheiten. Im Winter, außer in der Schwangerschaft, habe ich sie trotzdem genommen, auch im Sommer. Wir nehmen 500 internationale Einheiten. Von Nature Love. Wenn ich aber absolut nicht weiß, ob das funktioniert, das Präparat, dann würde ich empfehlen, mich entweder an Leute zu halten, die erfolgreichen Vitamin D-Mangel mit einem Präparat beseitigt haben, oder aber, ich weiß das aus eigener Erfahrung, denn meinen Vitamin D-Mangel habe ich selber beseitigt, oder aber, man besorgt sich einfach das, was erfahrungsgemäß funktioniert. Und das ist in der Regel Vegan-Toiletten, gibt es sowohl in 1.000 internationale Einheiten als auch 2.000, die man einmal pro Woche nimmt. Das ist doch das, was Ärzte standardmäßig verschreiben, wenn Vitamin D-Mangel vorliegt. Vegan-Toiletten ist gutes Zeug, weiß man, dass es funktioniert. Unter meinen Vitamin D-Videos schreiben mir auch immer wieder Leute, du bist so Sklave der Pharmaindustrie. So, nein, bin ich nicht. Ich empfehle eigentlich, gar kein Vitamin D zu nehmen, eigentlich, und ausreichend in die Sonne zu gehen. Können die meisten Leute aber nicht. Und wenn man das nicht kann, dann ist es besser, Vitamin D zu nehmen. Denn Mangel soll man ja natürlich nicht haben. Dasselbe mit der Ernährung, da finde ich auch, man sollte nach Möglichkeit alles aus dem Essen kriegen. Denn Vitamin D aus Milch ist nicht erforderlich, denn denk doch mal zurück an die Zeit vor der Neolithischen Revolution. Da haben wir noch keine Milchprodukte konsumiert. Wir waren haufenweise draußen und da hat Homo sapiens auch genug Milch gehabt. Vitamin D gehabt. So, und dann gibt es ja immer noch Leute, die mir drunter schreiben, Silke, hochdosiertes Vitamin D kann man ruhig nehmen, man muss nur K2 und Magnesium dazu nehmen.
Nee, stimmt auch nicht. Es gibt keine einzige Studie dazu, die bewirkt oder die be belegt, dass hochdosiertes Vitamin D ungefährlich ist, wenn man K2 und Magnesium dazu nimmt. Also das ist auch Quatsch. Wer anderer Meinung ist, der kann mir gerne eine Studie unten drunter posten. So. Und so. Ach genau. Das war das Letzte, was ich noch sagen wollte. Wer jetzt aber ein Hashimoto hat oder irgendwelche anderen Autoimmunerkrankungen, Multiple Sklerose ist zum Beispiel auch ein typischer Kandidat, wo behauptet wird, dass Vitamin D da helfen kann, dann, wer das ausprobieren will, hat meinen Segen, aber nur unter ärztlicher Aufsicht. Es müssen regelmäßig Blutwerte genommen werden und die Elektrolyte angeguckt werden, um Herzrhythmusstörungen rechtzeitig zu erkennen, wenn da irgendwas im Argen ist. Oder beziehungsweise sie nicht zu erkennen, sondern sie zu verhindern, dass es dann eben nicht so weit kommt. Grundsätzlich kann das jeder Hausarzt, denke ich, einfach bringt denen irgendwie einen Zettel mit, Zusammenhang Multiple Sklerose, Vitamin D, was ihr im Internet gelesen habt und sagt denen, ihr wolltet gerne unter ärztlicher Aufsicht Vitamin D nehmen. Denn es ist ja kein Vitamin D, es ist ein Hormon. Es ist ein Hormon. Die meisten Leute sind sehr skeptisch gegenüber der Einnahme von Hormonen. Einfach nur mal so und dann auch noch in übergroßer Dosis, unphysiologischer Dosis. Ja, also das geht. Ich denke, ich könnte mir vorstellen, dass im Allgemeinen Hausärzte dafür aufgeschlossen sind, das einfach zu beobachten oder vielleicht einfach selber daran interessiert sind, was das für Auswirkungen hat für den Patienten. Ja, und jetzt abschließend würde mich dann noch interessieren, was ihr denn macht. Nehmt ihr Vitamin D oder nicht? Und wenn ja, welche Sorte, welche Größe, sodass wir vielleicht einfach mal gucken können, auch für andere Zuschauer, was denn da ein gutes Präparat ist und welche Dosis da was gemacht hat. Das war's. Tut mir leid, dass mein Kind mehrfach unterbrochen hat. Halbes Jahr geht das noch so weiter. Dann habe ich eine Tagesmutter. Und dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Okay, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, abonniert mich. Ich sage ciao. Bis Donnerstag zum Thema Baby-led Weaning. Pro oder Contra? Eure Silke.